bringe ich meine Katze zum Tierarzt. 10 Tipps, wie du Stress vermeiden kannst. Wer eine Katze besitzt, weiß, dass der Tierarztbesuch immer mit Stress verbunden ist. Wie wichtig aber der Tierarztbesuch ist, davon habe ich in der 16. Folge gesprochen. Solltest du sie verpasst haben, hinterlasse ich dir den Link dazu in der Beschreibung. Jedenfalls gibt es einen Weg, deinen Haustiger angst- und stressfrei zum Tierarzt zu bringen und ohne, im Versuch die Katze in die Transportbox zu befördern, gebissen und gekratzt zu werden. Vor allem, wenn du dein Tier in eine No-Fear-Einrichtung behandeln lässt. Wie es zum Beispiel die Tierklinik Merant im Wett ist. Ein Ort, an dem Tierarzt und Ambiente alles Notwendige umsetzen, um Stresssituationen, Angst und Anspannung zu vermeiden. Aber kommen wir wieder auf das Thema dieser Folge zurück. Was kann man tun, damit die Katze stressfrei zum Tierarzt kommt? Erstens, hin und wieder bring deine Katze auch nur für einen Sprung zum Tierarzt. Ohne irgendwelche Nadeln zu spüren, ohne Gewichtskontrolle, ohne Fiebermessen. Das Einzige, was sie in solchen Momenten bekommt, sind Streichleinheiten und davon sehr viele. Sie kann sich so ein bisschen an die Räumlichkeiten gewöhnen, bekommt ein paar Leckerchen zum Naschen und darf dann auch wieder nach Hause. Ich versichere dir, dass diese Art der Sozialisierung dazu verhelfen wird, den Tierarzt nicht automatisch mit etwas Negativem zu verbinden. Dies ist noch effektiver, wenn du damit anfängst, wenn dein Liebling noch ganz klein ist. Denn was Hans ja nicht lernt. Zweitens. Lass die Transportbox im Haus offen, sodass die Katze immer ein- und ausgehen kann, wenn sie möchte. Und diese als bequemen Ort sieht, wo es sich auch gut schlafen lässt. Lege einen weichen Polster oder eine Decke hinein und gestalte diese Rückzugsmöglichkeiten so bequem wie möglich, sodass die Katze die Transportbox nicht automatisch mit dem Gang zum Tierarzt verbindet und all dem, was damit in Verbindung steht. Einfangen der Katze, Angst, Stress etc. Wenn du die Transportbox nicht immer im Haus herumstehen haben möchtest, dann wenigstens ein paar Tage vor dem Tierarztbesuch. Lege Spielsachen hinein und spiele mit deiner Katze in der Nähe der Transportbox, damit diese nicht mehr suspekt ist und mit Spaß in Verbindung gebracht werden kann. Auch Leckerlis in der Transportbox sind eine Idee, um den Aufenthalt dort schmackhaft zu machen. Drittens, verwende Pheromone. Dies sind chemische Substanzen, die die Katze entspannen und ein befriedigendes Gefühl vermitteln. Sie werden auf Polster und Wände gespritzt. Aber dadurch, dass diese Produkte Alkohol enthalten, wäre es besser, diese zu versprühen, bevor die Katze die Transportbox betritt, also mindestens 10 Minuten vorher, sodass der Alkohol ein bisschen verflüchten kann. Das Feliway kannst du auch im Auto benutzen und nein, keine Angst, es riecht für uns nicht unangenehm, im Gegenteil, der Mensch kann es gar nicht riechen. Viertens, verwende Katzenminze oder Matatabi. Katzenminze oder Catnip enthält eine Essenz, die ähnliche Effekte wie die Pheromone der rollenden Katzen haben. Ihre Verwendung stimuliert die Neugierde und das Spiel, das Schnurren und löst Interesse aus. Aber aufgepasst, für einige Katzen gilt aus genetischen Gründen, statt entspannter zu werden, werden diese erregt dadurch, sind oft regelrecht durch den Wind, ja, wirken fast schon high. Jedenfalls ist dieser Effekt nur von kurzer Dauer und es sind bis keine Nebenwirkungen bekannt. Auch wenn das Matatabi Euphorie auslösen kann, die Mehrheit der Katzen sind dadurch entspannt. Fünftens, verwende eine starre Transportbox, die man seitlich und von oben öffnen kann und eine richtige Größe für die Katze. Wenn möglich, bedecke sie mit einem Tuch während des Transfers. Viele Katzen werden sich in ihrer Transportbox so sicherer fühlen. Sechstens, wenn du im Auto fährst, sichere die Transportbox mit einem Gurt, damit diese stabiler ist und fahre achtsam, ohne plötzliches Bremsen und ruckartige Manöver. Siebtens, schalte während der Autofahrt Musik ein, im Stil Pop-Rock, so wie zum Beispiel das Lied Stayin' Alive der Bee Gees sein kann, weil dieses Lied einen Rhythmus von 120 Schlägen pro Minute hat, das mehr oder weniger der Herzfrequenz der Katze in Ruhemomenten entspricht. Dies verhilft dir zur Entspannung und Ablenkung. Achtens, merke die Visite in den ersten Morgenstunden vor. So ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dog in Verspätung ist und die Wartezeiten sind dadurch deutlich kürzer. Wenn die Wartezeit lang ist und es draußen nicht sehr kalt oder sehr warm ist, überlege im Auto zu warten, bis das Tierarztteam euch direkt in den Visitenraum eintreten lässt. Neuntens, wenn eine Katze durch die Autofahrt oder den Tierarztbesuch eingeschüchtert wird, frage nach, ob es möglich ist, die Katze durch die Gabe von Medikamenten zu beruhigen, bevor ihr das Haus verlasst. Es lohnt sich immer, eine regelmäßige Visite vornehmen zu lassen. Die Vorteile für deinen Stubentiger sind immer größer, als wenn du diese vermeidest. Zehntens, letzter Tipp, aber deshalb nicht weniger wichtig, oft ist der Angst und der Stress deiner Katze mit deinen Ängsten verbunden, die du unwissentlich auf sie überträgst. Es fällt mir dazu eine Geschichte ein, die ich dir erzählen möchte und die das Ganze eigentlich sehr gut erklären. Mein Kollege erzählte mir, dass er, als er klein war, hin und wieder von seiner Mutter zur Blutabnahme oder anderen Prozeduren, wo Nadeln im Spiel waren, ins Krankenhaus gebracht wurde. Er hatte schon auf der Fahrt dorthin Angst und Panik davor. Als er diese Tatsache näher analysiert hat, ist er zum Schluss gekommen, dass die Ängste eigentlich dadurch verstärkt wurden, dass seine Mutter ihn während der Prozeduren immer so fest an der Hand gehalten hatte, dass er diese teilweise gar nicht mehr spürte. Noch dazu sagte sie,
Wenn es weh tut, drücke meine Hand. Wobei die Mutter seine Hand mehr drückte als er ihre. Und dabei ihre ganze Anspannung sich auf ihn übertrug. Wie bei der Mutter mit ihrem Kind, die sich mehr fürchtet als der Sprössling selbst. Genau so passiert es oft bei unseren Fellingpatienten und ihren Besitzern. Oft verschwinden Aufregung und Angst, sobald ihr Besitzer den Raum verlässt oder wir den Patienten mit in den Untersuchungsraum nehmen und ihm Sicherheit durch unsere Zuversicht und unsere Streichleinheiten geben und das Gefühl vermitteln, alles ist gut. Deshalb, ob du es glaubst oder nicht, es gibt noch etwas, das die Angst und den Stress beim Tierarzt reduziert. Versuche deine eigenen Ängste zu verringern und wenn dies nicht gelingt, denke eventuell daran, den Raum zu verlassen und dein Herz auf 4 Pfoten dem Klinikteam für die Prozeduren oder Therapien zu überlassen. Vertraue mir, dein Tierarzt, aber vor allem deine Katze wird dies verstehen und dir womöglich dankbar sein. Dies sind also meine 10 Tipps, die dir wirklich helfen können. Wenn du eine Katze hast, die erschrickt oder den Tierarztbesuch als stressig empfindet, hinterlasse einen Kommentar oder schreibe uns eine Mail an info@merantinvet.it. Wir werden eine Lösung für dich und deine Miezekatze finden. Und vergiss nicht, uns ein Like zu schenken und das Video mit deinen Freunden zu teilen. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere unseren YouTube-Kanal und drücke auf das Glöckchen. So wirst du immer informiert, wenn ein neues Video herauskommt. Tschüss!